Die Mission 2 Siege in Folge beginnt für die Roten Teufel heute in Schwarz, gleich im Vorwärtsgang. Und es wird gefährlich. In der Slow-Mo sieht man es, der Hallenser Boy, der Top-Torjäger, netzt fast selbst ein ins eigene Tor. Lautern gut im Spiel, wieder Ecke, wieder eine Chance für die Gäste. Philipp Hercher ist nah dran am ersten Auswärtstor im Leuner Chemiestadion von Halle. Es sind erst 5 Minuten gespielt. Die Kunst ist es für Trainer Antwerpen, diesen Schwung vom Heimsieg mitzunehmen. Der FCK ist die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. 2 Spiele, 0 Tore, 0 Punkte, Tabellenplatz 20 in der Fremde. Darum soll der FCK defensiv gut stehen und Nadelstiche setzen, kontern. Und das macht der FCK gut in den ersten Minuten. Hercher, Philipp Hercher, zu ungenau. 300 Lautra Fans sind mitgereist nach Sachsen-Anhalt und hoffen natürlich, dass nach diesen Nullnummern zuletzt auswärts was geht. Und bitte keine Fehlpässe, fordert der Trainer Antwerpen. Aber Rene Klingenburg hat nicht zugehört. Zimmer schied und ein klasse Abschluss. Die Führung glücklich zu diesem Zeitpunkt für Halle. Tom Zimmer schied sein erster Saisontreffer. Und was ein schöner in der 19. Minute. Bitter für den FCK. Ein Fehlpass von Klingenburg bringt die Führung für Halle. Trainer Antwerpen bedient. 6.000 Fans dagegen, die meisten glücklich. Halle nach der Führung besser, macht kräftig Dampf. Aaron Herzog, Raab sicher. Antwerpen sauer auf seine Spieler, das ist zu wenig, viel zu passiv. Wo ist das Selbstbewusstsein vom München-Spiel? In der Phase nicht vorhanden. Wieder Zimmer schied, wieder der Torschütze und Raab. Klasse, die Szene noch nicht vorbei. Eberwein und Tomjak rettet. Lauterns Boris Tomjak steht genau richtig. Glück für den FCK. Offensiv findet Lautern ab Mitte der ersten Halbzeit zu wenig statt. Das ist umständlich, das ist nichts im Vergleich zum vergangenen Samstag. Halle die klar bessere Mannschaft, das gibt Antwerpen zu denken. In der Nachspielzeit fast noch das 2:0 Kreuzer und Matteo Raab schnappt sich auch diesen Ball. Lautern übersteht die Phase, liegt nur mit 0:1 hinten. Die Leidenschaft stimmt in großen Teilen. Ärgerlich, dass vor dem 0:1 Lautern dieser krasse Fehlpass passiert. Antwerpen reagiert. Zuck und Sessa rein, Winkler und Schad raus. Mehr Offensivqualitäten, aber sie müssen es auch ausspielen. Redondo, Hercher und Zimmer. Schwach. Solche Szenen ärgern den Trainer, das ist nichts, das ist gar nichts. Immerhin mal eine Aktion im Sturm, wunderlich, Kibrit, Mohamed Kibrit, der Torschütze vom 60-Spiel. Lautern einfach nicht konzentriert. Was macht Sänger da? Schlampig zu Raab und Boy, Terence Boyd, fast dran. Wieder eine kribbelige Situation für die Pfälzer, ein Katastrophenpass. Ohne Not. Lautern ist weit weg von einem Punktgewinn in Halle. Das spürt der Trainer. Und wechselt wieder. Redondo, Kibrit raus, Hut und Hanslik rein. Jetzt will er es wissen. 66 Minuten gespielt und es beginnt eine Phase mit Pfälzer Übergewicht in der Offensive. 82. Minute. Zuck. Langer Ball auf Zimmer. John Zimmer. Nein, das kann er nicht. Zu viele Chancen hat er liegen lassen in den letzten Spielen. Er hat viel Platz und macht viel zu wenig draus. Bei so einem Spiel musst du die wenigen Chancen nutzen, denkt sich auch Antwerpen. Lautern bleibt aber dran. Jetzt wackelt Halle wie zu Beginn der Partie. Zimmer und Hanslik. Aber das ist zu wenig. 4 Minuten vor Ende der Partie drehen die Pfälzer richtig auf. Und in der Nachspielzeit, Lautern drückt weiter. Hut, wunderlich, Halles Müller hat ihn wunderlich zu und platziert. Ein Remis wäre glücklich für Lautern und es bleibt beim 0:1. Der FCK kann in Halle nicht gewinnen, bleibt auswärts ohne Punkte und schafft es wieder nicht, 2 Spiele hintereinander zu gewinnen. Die Roten Teufel bleiben mit jetzt 4 Punkten auf Rang 15. Halle klettert auf Rang 4.